Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Nia und herzlich willkommen zum nächsten Life is Strange Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Ein schönes Night Let's Play ist wieder angesagt, denn dort ist die Stimmung einfach am besten für dieses Spiel. Und die letzte Folge, muss ich sagen, war schon ziemlich interessant, weil ich habe erst dann wirklich gedacht, dass dieser Typ quasi die Rachel entführt hat, aber es gab noch keine eindeutigen Indizien, keine eindeutigen Beweise. Und wir haben von dem sein Wohnmobil durchsucht, haben da Bilder gefunden, wo Rachel sogar für ihn Fotos in Unterwäsche gemacht hat und so. Also ich glaube, der hat damit auf jeden Fall was zu tun. Und unter der letzten Folge war das Top-Kommentar endlich mal, warum bekommt dieses Spiel so wenig Aufmerksamkeit? Ja, das ist einfach so, Alter. Ich finde auch, das kriegt zu wenig Aufmerksamkeit. Das ist ein richtig geiles Spiel, Alter. Muss man wirklich sagen. Deshalb finde ich es schade, dass es so wenig Leute schauen, Mann. Aber mir macht es jetzt Bock. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Wir haben ja gerade unser Auto gepackt und sind losgefahren mit der Chloe. Die ist ein bisschen abgefuckt gewesen. Die hat fast den Hund überfahren in der letzten Folge. Und jetzt geht es genau weiter an dieser Stelle, Leute. Let's go! So. Mal gucken, was jetzt Chloe, angeht. You can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. Or blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. Keiner ist schuld, werd erwachsen. Rachel und Frank. Rachel und Frank, darauf müssen wir uns konzentrieren. So now it's Rachel's fault too? Jesus, she was banging that pig, Frank! Bitch lied to my face, Max! I can't trust anybody again. Everybody pretends to care until they don't. Even you. Chloe Price, you better take that back. Right now. Okay, fine. But you just don't understand. It's like I'm being punished by the universe. So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? William? David? David. You blame David? I said my dad. My real father, who got himself killed for nothing. Oha, Alter, übertreib. Got a placeholder for Joyce. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, niemand. Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. Du bist noch hier. Du bist noch hier. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Die übertreibt doch, Alter. Ey, die gibt ihrem toten Vater die Schuld. Ey, sowas ist doch einfach erbärmlich, Alter. Also, ich bin gespannt, wo Rachel ist, Alter. Leute, ihr seid bestimmt auch gespannt. Also, wird jetzt richtig... Jetzt kommt langsam dieser Spannungsbogen, Alter. Jetzt wird's abgehen, Mann. Ich schwör's euch. Es wird immer besser und besser, 100%. Bleibt dran. Lasst schon mal jetzt ein Like da, ihr kleinen Gauner. Okay, also die Chloe scheint richtig angepisst zu sein. Die macht bestimmt irgendwelche Dummheiten, ne? Und wir sind jetzt hier in unserem Zimmer und sind am Überlegen. Schauen uns alte Fotos an. Ich wusste es. Junge, Junge, Junge. Und wir haben sogar die Klamotten von der Rachel an, ne? Dieser David, der wird, wie heißt der, Frank, dieser eine Vogel da, Alter. Aber ich glaube, der Stiefvater von der Chloe. Oha. Oh my God. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn sie Bilder sieht, dann kann sie zu diesen Orten springen, glaube ich, wo die Bilder geschossen wurden. Alter, wie krank. Das ist krank! Das ist krank! Linken, um das Foto scharf zu stellen. Mit dem linken Stick. Warte. Ich hab's. Alter, das ist krank. Und jetzt springt sie in das Bild rein? Oh mein Gott! Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad.
Max, tell him! Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Das ist Max! Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Oh mein Gott, als ob. I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook? William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. Alter, wie geil, ey. How? We. I volunteer to break the eggs. Oh mein Gott, wie krank. Guck mal, wir sind... Ey, wie krank. Das ist ihr Vater. Das ist Chloe. Die sieht ganz anders aus. Don't you dare question the chef. Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time, unless I change it. I'll let her know that. Aber der Vater scheint auch recht korrekt zu sein. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. Aber ich glaube, wir können nur zu diesen Momenten zurückspringen, jetzt aber nicht für die ganze Zeit, sondern nur für ein paar Sekunden. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang 2 Wales-Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. Ey, wie krank, Mann. Hello. Man, I remember Chloe reading this. Ha, das ist so diese Wendy, also diese Pferdemagazin bestimmt von damals. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get. Oh mein Gott. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Und so ist er gestorben. Er macht jetzt einen Unfall. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. Wie kann ich ihn aufhalten? Wie halte ich ihn auf? Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Wo sind die Schlüssel? Schnell. Oh, warte mal, warte mal. Zeichnen. Ah, jetzt malt sie was dahin und guckt, ob das später noch eine Zukunft ist. You can't hide from me forever. Weil die Frage ist, wo hat er sie gefunden? Warte mal, ich weiß, wie ich das mache, Leute. Okay, da lagen sie. Habt ihr es gesehen? Mann, das ist jetzt ganz easy. So, zack, erstmal schnell was zeichnen. Schnell, 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 schnell. So. Wo hat er sie her? Da. Wo hat er die Schlüssel her? Hier in der Jackentasche waren sie doch, glaube ich, oder? Hä? Ey, wenn das jetzt wirklich Einfluss hat auf die Zukunft, wenn sie ihn jetzt retten kann, das wäre zu krank, das glaube ich nicht. Das wird nicht funktionieren. Da. Score. Als ob. Hey, honey. Niemals. Making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. Da stand irgendwas mit Schlüssel, ne? What? I know they never took that big vacation. Oh, I didn't know you had to get groceries. Schlüssel verstecken. Now I'll have an excuse to get a mocha. Als ob. Love you. Ich bin jetzt echt gespannt, was passieren wird, Em. Was sagt ihr, Alter? Excuse me, lady. That's a cool snow dough. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Boah, das ist richtig korrekt. Where are my keys? That's a dollar for the swear jar. Oh mein Gott, jetzt wird er sie nicht finden und er wird auch keinen Unfall bauen. Aber wie hat das für Einwirkungen auf die Zukunft? Ach, das wird zu krass. Niemals, Leute. Niemals wird das irgendwas ändern. Ich wette meinen Arsch drauf. Where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Warum behält er sie nicht einfach bei sich? I knew this thing would come in handy. How the hell did my keys end up here? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake. Warum sagt sie ihm nichts? Right? She's never leaving me. That makes all of us. Hä? Siehst du, ich wollte schon sagen, Alter, wir müssen die Schlüssel irgendwo anders hinbringen. Super, die Frage ist, wohin? Wohin? Okay.
Okay, so ein bisschen vorspulen. So. I am when your mom is away. Wo soll man die Schlüssel verstecken, Leute? I'll let her know that. Das wird auch nichts bringen. Das wird auch nichts bringen. Wir müssen sie irgendwo verstecken. Das bringt nichts. Oha, und sie kann... Oh mein... Warte mal, ey. Stopp, stopp, stopp. Ja, haben wir jetzt schon gezeichnet? So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Notiz. Right, like you're the real cook here. Oha, und... Oh, it's all blurry here. Oha, krass. Like I can't step out of the photographic bounds. Wo soll sie das verstecken? Sprechen. Mr. Price, in case you're thinking about using your car, I heard there's awful traffic and road construction, so you shouldn't drive at all. Max, you are the road warrior. I promise, if I have to go anywhere, I'll drive like I'm taking a test. Fair enough? Not really. I just know the roads are bad and warum sagt sie ihr nicht das? So you... Since you're obviously my personal GPS, I feel safer already. So don't look so worried, Max. Waschbecken, das ist eine gute Idee, weil der Waschbecken, genau, das ist gut. Das ist sehr gut. Weil da wird das nicht vibrieren. Das ist eine gute Idee. Und was passiert jetzt? Ich bin gespannt. Was jetzt passiert mit dem Waschbecken, war eine gute Idee. Jetzt bin ich mal gespannt, ich schwör's euch, jetzt bin ich gespannt. Er kann sie nicht mehr finden. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Stell vor, man kann es nicht verhindern. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. So, was passiert jetzt? Hä? Was ist denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Sie hat es doch verhindert. Das sind die ganzen Fotos, ne? Was hat das zu bedeuten, Leute? Ich bin jetzt echt gespannt, was jetzt passiert. Aber es wird niemals Auswirkungen auf die Zukunft haben. Sie kann es nur für den Moment ändern, aber nicht für die Zukunft, glaube ich. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon is wet and cold every day. Never, like Maxine. So that's why she was laughing so hard. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, it's people in Oregon. Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Hä? Hey, alles hat sich verändert. Wirklich komplett alles. Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Krass, das ändert doch die Zukunft. Chloe. Ich komme gerade nicht klar, sie hat die Zukunft verändert. Was? Der ist Busfahrer? Ich schwör's euch, ich check nichts mehr, ne? Das ist doch eigentlich der Mann von dem... Ey. Wer jetzt das Spiel noch scheiße findet, Alter. Boah, das ist jetzt eine Funktion, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Als ob sie jetzt die oh mein Gott, das würde ich zu gern können, ne? Ein Bild angucken und diesen Moment ändern, Alter. Das würde ich zu gerne tun können, ey. Sie,
Sie war sogar mit dieser Victoria so, hat sich gut verstanden mit ihr eigentlich, ne? Aber den Sturm kann sie immer noch nicht verhindern, glaube ich. Irgendwas wird noch passieren, Leute. Es kann jetzt nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen sein. Niemals, Alter. Boah, ich fange an, das Spiel richtig zu mögen, Alter. Mein Gott, das wird echt... Das wird bestimmt noch richtig geil werden. Es kommt nicht umsonst bald noch eine zweite Staffel raus, ey. Die erste hat so viel Auszeichnungen bekommen, also das, was wir gerade spielen. Das ist ja gerade mal Episode 2 und es gibt 5 Episoden. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, jetzt kommt der Tornado, ne? Was? Wal ist gestrandet. Wow, was geht da denn ab? Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, sobald sie irgendwas in der Vergangenheit ändert, passiert dafür eine andere schlimme Sache in der Zukunft. So kann ich es mir vorstellen. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt, ob der Vater zu Hause ist, ob er lebt. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Der Moment der Wahrheit. Ich kann sie da nicht rein. Irgendwas passiert jetzt. Ich komme gerade nicht klar, Alter. Das ist gerade so ein Mindfuck für mich, ne? Warum sind die Wale gestrandet? Max Caulfield. Oha. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Ey, was geht hier ab, Alter? Sag mal, ich glaub... Oh mein Gott, sie ist bestimmt im Rollstuhl, ne? Ach du Scheiße. Ich hab's gewusst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn mit ihr passiert? Oh mein Gott. Alter. Ich hab wirklich das... Siehst du? Wenn sie was Schlimmes in der Vergangenheit ändert, bekommt jemand anderes das Schlimme. Ey, wie krank. Das war... Oha, Episode 3? War das schon? Oha, krass. Okay, jetzt sind wir Episode 4. Wir gucken jetzt erstmal durch. So. Du hast das Geld gestohlen, also waren wir in der Schule. 49% haben das Geld liegen lassen, aber 51% haben es gestohlen. Oha, du hast Chloe geküsst, 77%, als sie küssen konnten. Du hast für Chloe Partei ergriffen, das hat jeder gemacht, wir hatten für David Partei ergriffen. Deinetwegen wurde Franks Hund verletzt, du hast Franks Hund vor Schaden bewahrt. Ja, man, haben wir geschafft. Chloe hat Davids Waffe, Frank hat Davids Waffe. Oha, was hat der denn? Frank hat Davids Waffe. Okay. Krass, Alter. Jetzt kommen diese Mini-Entscheidungen, die jucken eh keinen. Oha. Das passiert jetzt in der nächsten Folge. Das ist der Vortex Club, oder was? End of the World Party? Oha, was geht denn da ab? Guck mal, die Fotos, ey. Episode 4, Dark Room. Ja, sofort fortfahren, ey. Was passiert, ey? Krass, Mann. Hast du gesehen, Chloe einfach im Rollstuhl. On Life is Strange. Wir gucken einfach weiter, das ist krass. Das geschah bisher. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak. Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop. Don't come near me. Not now. It won't work. I know this isn't pleasant. For any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, Stelman Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Ja, wo sie eingebrochen sind. You better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over.
That's it. Listen. I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passieren wird, ey. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello, are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield, hold on. Chloe, you have a visitor. Arme Chloe, Alter. Boah, ich hab voll Gänsehaut bekommen, Alter, wie krank. Wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt? Ja, Mann, das wissen wir. Unsere Spielentscheidungen können die Geschichte beeinflussen, ey. Ey, das war gerade echt krank. Das ist bisher mit die krasseste Folge, Alter, weil das ist sowas, womit man niemals gerechnet hätte, finde ich. Aber es kann nicht sein, dass das jetzt alles so stehen bleibt. Chloe im Rollstuhl. Was wird jetzt passieren, Leute, Mann? Ich bin gespannt, ey. Da ist eine Krabbe, Mr. Krabs. Geld. Kennt ihr noch Mr. Krabs, eine Steinzeit? Geld. Junge. Boah, ich bin jetzt mega gespannt, Alter. Es kommt sogar bald Staffel 2 raus, ne? Ich bin gespannt, Alter. Wir zocken auf jeden Fall auch die Staffel 2, ey. Auf jeden Fall. Das Spiel hat mich jetzt schon überzeugt, Mann. Es macht mir Spaß. Und 30.000 von euch macht es auch Spaß zu gucken. Und für die ziehe ich das auf jeden Fall durch, Alter. Solange es mir Spaß macht und euch auch, dann ist alles super. Wenn mir das jetzt gar keinen Spaß machen würde, dann würde ich es auch abbrechen. Dann macht es keinen Sinn. Weil ihr feiert es nicht so krass, aber ich feiere es mega, ey. Das ist jetzt gerade das Intro. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für immer so bleibt. Nein. Sie kann sich nur Sachen anschauen, aber wenn sie sie verändert, dann passieren dafür doppelt so schlimm. Ey, sind die ganzen Wale gestrandet? Die sind ja immer noch da. Life is Strange, Episode 4, Dark Room, dunkler Raum. Was hat das zu bedeuten, Alter? Wir lassen uns überraschen, Leute, ey. Ey, die ganzen Wale sind gestrandet. Heißt das, oh mein Gott. Ach, als ob, ey. Als ob sie das jetzt nicht mehr ändern kann. Aber dafür lebt sie noch und ihr Vater lebt noch. Sie kann nicht mehr reden, oder was? Ey, die Chloe sieht ganz anders aus, Mann. Ey, was geht hier ab, Mann? Das ist gerade so ein Mindfuck für mich, ne? It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. So, Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? Sie muss jetzt. Seriously, the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. Kind of know how they feel. At least I'm alive here with you. Das ist wichtig, Sally. Was? You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Über den Unfall reden. Über den Unfall reden. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say.
Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Rachel? You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. Wow. I didn't even know her name. Und sie waren... You did? This sie waren beste Freunde. Such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Glaubst du? Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. So krass gerade, Alter. Ich schwör's dir, ey. Der Vater lebt wieder, aber sie ist dafür. So gut wie tot. Aber ich würde trotzdem lieber so leben, anstatt tot zu sein. Lieber leben beide, anstatt einer tot ist und der andere komplett gesund. Besser so, oder Leute? Irgendwas wird jetzt passieren. Sie wird 100%... Das wird noch vorübergehend so sein. Also sie kann jetzt nicht die ganze Zeit... Das ist unmöglich. Gleich passiert was, Leute, Mann. Ich kann die Folge nicht beenden. Am liebsten würde ich jetzt die ganze Zeit weiterzocken. Das ist so spannend gerade, ey. Heilige Scheiße, ey. Was wird jetzt passieren? Wo wohnen wir überhaupt? Immer noch im Wohnheim? Oder sie stirbt jetzt? It's a pretty high-tech lair. Boah. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Boah, Leute, Alter, das ist grad so krass, ne? Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Woran erinnerst du dich, recht? Kommt mir vor wie gestern. Woran erinnerst du dich? What do you remember about us as kids? We all have different memories.
I think about us as little pirates running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Welche Freunde? Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Bist du einsam? Geht es ihnen gut? Sie lieben dich. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Können die es bezahlen? Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. Blaue Haare. You would look incredible with blue hair. Blaue Haare. Let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Junge, Junge, Junge. It's so cool that you're here again. I'm glad you think so. DVD-Spieler. So here's the DVD player. Die DVD. Now I just need to find the DVD. Wo ist der DVD? Sieht der irgendwo DVDs? Ich sehe hier keine. Wir gucken uns aber erstmal die Sachen hier auch an. Ich will mal gucken, ja. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield, also die Eltern von uns. Finger auf you. Kind of a generic card. Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid. Was passiert ist, ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Megan. Okay. I wasn't very available to Chloe. Chloe, real nice. Ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie ich hoffe, es geht dir gut schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass es unsere Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Krass, Alter. I still can't believe I put Chloe in that chair. Das können wir jetzt nicht mehr ändern, Alter. Wenn wir uns die Bilder nochmal angucken. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Ja. That's so cool that Chloe has made friends online. Willkommen im Hobby. Hast du jetzt Freunde? Was machst du gerade? Mit dir reden. Haha, ohne Witz. Ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Liebe es. Scott Bakula ist super. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Ey, ich muss zum Physio. Ich melde mich. Du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Okay. Mal sehen. Wow. Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Man, auch heutzutage, die Technik ist so krass, ne? There's the old Chloe. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball.
hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb, a spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. So, Tropf. Oha. That must be her mighty morphine machine. Boah, ich weiß nicht, ob no ich more bongs for her. Ob ich so leben würde. Nothing but medical supplies. Das ist zu krass, Alter. Ey. Würdet ihr so leben wollen, Leute, oder lieber tot sein? She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Boah, das ist so krass. Ich hab nicht gedacht, dass das so schlimm ist. Guck dir das mal hier an. Das ist ja wie, das steht mal als Gefängnis, ey. Ob man so leben wollen würde, ey. Aha, here's the DVD. Ich weiß es nicht, Leute, ey. Würdet ihr lieber tot sein oder so leben wollen? Das ist echt eine schwierige Sache, Mann. Und trotzdem würde ich am Leben bleiben wollen. Weil sie ist ja jetzt nicht, sie kann sich zwar nicht bewegen und alles, aber sie ist ja vom Kopf, vom Gehirn, alles ist noch super funktionsfähig. Ich verstehe es nicht genau, ey. Das ist so krass, was hier abgeht, Mann. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber... Ja, Leute. Genau hier wird es an der nächsten Stelle weitergehen. Was wird passieren? Ich weiß es nicht. Wir werden es übermorgen sehen in der nächsten Folge. Das war bisher mit auf jeden Fall die geilste Folge, muss man wirklich sagen. Deshalb nehmt mal den Like-Button auseinander. Sagt auch mal euren Freunden Bescheid, dass sie sich dieses Spiel hier reinziehen sollen bei mir, Alter. Weil das ist wirklich eine geile Spielreihe, Mann. Wenn die ersten Folgen ein bisschen langweiliger waren, es ist immer so, wie gesagt, Einleitung, dann geht es zum Hauptteil, dann wird es immer spannender und das dürft ihr nicht vergessen, Leute. Also deshalb nehmt den Like-Button auseinander, checkt auf jeden Fall auch Instagram, Snapchat aus. Ich bin jetzt Mittwoch und Donnerstag wahrscheinlich in Stuttgart, habe ich euch ja auch schon erzählt gehabt. Und ja, Freunde, damit bin ich jetzt raus, ey. Ist krank, Alter, ist krank. Ey, das Spiel hat mir gerade echt den Verstand geraubt. Das ist heftig, man, mitten in der Nacht, ey. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich bin raus, haut rein und ciao.